Manchmal muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen, die sind einzigartig. Hier der Rasen, super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlaufe dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Ja, und das Spiel hier, das ist schon in vollem Gange. Den hat er. Und rein damit. Und sofort entschärft. Und wieder ein guter Ball. Das sieht vielversprechend aus auf der rechten Seite. Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. So, ich denke, das ist seine letzte Privataudienz hier beim Schiedsrichter. Da ist der Pass. Jetzt der Abschluss. Ganz misslungener Schuss. Aber sowas von deutlich, das ist Freistoß. Er sollte sich jetzt mal wirklich ein bisschen zusammenreißen, sonst geht er hier gleich runter. Ja, der Schiedsrichter hat eine Menge Geduld und belässt es noch mal bei der Ermahnung. Aber irgendwann ist Feierabend. Vom Grundsatz her ist ja Ballbesitz völlig in Ordnung. Nur irgendwann musst du in einen gefährlichen Raum kommen. Rabiot. William Carvalho. Schlauer Pass. Wieder draußen. Rabiot. Milik hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Milik. Sambo Anguissa. Hier ist Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Na, das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Da ist ordentlich Dampf dahinter. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Ah, der kommt nicht durch, aber vielversprechend war es trotzdem. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Milik. Und ab die wilde Fahrt. Und dann ist er weg, der Ball. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Wunderbarer Einsatz, ein sensationelles Tackling und das in einer solchen Situation. Das könnte was werden. Das war knapp. Gut gemacht. Hauptsache weg mit dem Ding. Milik
will hier scheinbar unter Beweis stellen, dass er mehr kann als nur Tore schießen. Wenn der Gegner den Ball hat, dann sollt ihr 11 Abwehrspieler sein. Er hat's verinnerlicht. Da hält er drauf. Gute Stimmungsspiel vom Torhüter. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet, wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Milik versucht es mit dem langen. Er hält auf. Ein richtig toller Pass. Das Ende mäßig. Das ist hart an der Grenze zum perfekten Anspiel. Der herrliche Lupfer, aber der suboptimale Abschluss. Milik. Kessier. Den hat er ganz genau geschnuppert. Der Torhüter haut den weit raus. Bei wem der wohl landet? Rabiot hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im Das ist die Möglichkeit. Exzellente Parade. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Hier ist Ibrahimovic. Chance für Gessier. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Keine Tore bis hierhin, 0:0. Warten wir mal ab, was uns in den zweiten 45 Minuten so erwartet. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben. Die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang: Wer hält die Konzentration länger aufrecht? Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Und er bezieht clever seinen Keeper ins Spiel mit ein. Sambo an Isa. Ibrahimovic. Ja, so was passiert eben auch mal den Profis. Ganz ordentliche Chance. Nur der Ball hat es nicht zum Kollegen geschafft. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen mehr über Flügelspiel nachdenken. Die Aktion war wichtig von Boateng. So jagt man heute den Ball. Da ist die Chance. Ab dafür. Das gibt Eckball. Ah.
Das Spiel ist unterbrochen, jetzt kann gewechselt werden. Sie bringen Ihren Tempodribbler, eine durchaus sinnvolle Zusatzoption in dieser Situation fürs Team. Der pumpt ihn einfach hinten raus. Schön weitergespielt. Rein damit. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Da fehlt der Wille zum Tor. Sie halten den Ball ja nur. Bekommt er den? Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Und rein damit. Wieder. Spielt den Ball nach rechts. Jetzt könnte was gehen. Kurz mal das Ding nach vorn gekloppt. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Ibrahimovic. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Draxler. Lukas Paqueta. Draxler. Diesmal weit nach vorne geschlagen. Oh Mann, diesen Pässen mangelt es ihm. Was für ein dicker Klops! Er zieht durch, der Ball ist im Netz. Ist das schon so etwas wie eine Vorentscheidung? Einfach und erfolgreich. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie haben das Tor. Nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen, mit Bravour erzielt. 1:0, die Führung. Na endlich, und ich bin ganz sicher, jetzt wird dieses Spiel ein ganz anderes sein. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Sambo Anguissa. Gefährlich. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Das könnte was werden. Ab auf die linke Seite. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Einfach weg mit dem Ding. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, das ist die Riesenchance. Er versucht sensationell. Das ist ein klasse Treffer.
Das müsste es eigentlich gewesen sein. Perfekt platziert. Ich lege mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Gleich noch einmal frisches Personal. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Und damit dürften die Dinge hier komplett geklärt. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Jerome Boateng. Lucas Paqueta. Zambo Anguissa. Schon läuft der Gegenangriff. Ist das ein langer Ball? Und er ist zur Stelle. Rüber nach rechts. Flanken könnte er. Der muss sitzen. Schussgelegenheit. Radetzky hat ihn sicher. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Die harte Arbeit der vergangenen Wochen hat sich heute ganz offensichtlich ausgezahlt. Das Ergebnis spiegelt die deutliche Dominanz wider. Die Analyse zum Spiel, Hansi Küpper. Ich bin mir ziemlich sicher, der Trainer wird nicht nur wegen des Ergebnisses zufrieden sein mit dieser Partie, sondern auch wegen dem, was die Mannschaft in der Defensive heute abgeliefert hat. Und das war's von uns. Ihnen noch einen schönen Abend. Und Hansi, dir vielen Dank für deine großartigen Analysen. Danke, dass ich hier sein durfte.